Mal gucken, was passiert, wenn ich die kontaktiere. Hä? What? Okay, kurz vor der Geschlechtsumwandlung. Ach, Gina. Das Problem ist, ich kann keine Kryokapseln bauen. Wenn ich eine Kryokapsel hätte bauen können, hätte ich hier eine Kryokapsel hingestellt, die ins Tiefkühllager und gut ist. Aber kann ich ja nicht. Und einfach die Leiche hier ins Kühlhaus legen, bringt's auch nicht. Das Problem ist, Gina, du bist jetzt seit mehr als 10 Ingame-Tagen tot. Wenn du nicht sofort wiederbelebt wirst, bist du bloß noch ein sabberndes, hirntotes Etwas. Und ich glaube kaum, dass du ein sabberndes, hirntotes Etwas von dir selber in deinem Bett haben möchtest. Okay. Jesus Gott, sie haben immer noch die Muskelparasiten. What the fuck?
So, jetzt habe ich da unten eine Zone gesetzt. Normal müssten die Hunde jetzt dahin laufen, oder? Oder muss ich den jetzt erst hier einen Pfad frei machen? Also sind die Zonen ihnen eigentlich scheißegal, wenn da irgendwas ist, wo sie hinwollen? Oder wie darf ich das verstehen? Die hatten sogar Bauteile dabei. 14 Stunden. Stahl. Fast 500 Stahl haben die mitgebracht. What the fuck? Trag doch mal. Furi, trag doch mal bitte die HE-Granaten erstmal weg. Bevor da noch ein Blitz einschlägt, nicht? Das wäre, glaube ich, nicht so geil. Trägst mal bitte die Brandgeschossgranaten weg, bevor da vielleicht ein Blitz einschlägt. Ja, mal gucken, wie lange ich diese Strategie noch fahren kann. Ich meine, ich bin froh, dass ich mir nochmal so einen Tierverrücktmacher geholt habe. Ich meine, die sind recht praktisch, wenn Raids anstehen. Besonders Raids mit Bombardierung.
Ja, es wäre gelogen, wenn ich sage, ich weiß alles nicht. Das wäre ein bisschen blasphemisch. Und wird das Spiel ja auch ein bisschen eintönig machen, oder? Stell dir vor, ich würde Rimworld spielen und weiß schon alles, wie alles gemacht wird, wie alles gebaut wird. Ja, das ist korrekt. So, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Mörse. Startrampe. Wo setzen wir die denn am besten hin? Setzen wir mal hier unten hin. Hier. Hochzeit steht an. Violetta Chinchilla und Chilrana Ruko heiraten. Wobei, die kann ich auch lieber hier oben hinsetzen. Da sind wir näher dran am Lager und können schneller beladen. Dann brauche ich noch ein Doppelbett. Oder habe ich noch ein Doppelbett rumstehen? Nö. Wir haben dich zurückgeholt, Ron. Wir haben die Quest bekommen, dass wir dich befreien können. Und die beiden waren es doch, gell? Chiffon und Violetta Chinchilla, genau. Uff. Und dann sind wir mit fast allen bis auf 5 Stück losgezogen. Nachdem dann Radler Andi noch einen Raid gekauft hatte, der uns dann angegriffen hat, sind wir dann mit allen Tieren und allen verfügbaren Leuten dahin geeilt, wo du gefangen warst. Und haben die mal kurz platt geradet. Und seitdem bist du wieder da. Nein, ich meine im vorletzten Livestream, Radler Andi, wo wir die Riesenkarawane gemacht haben, um Ron zu befreien. Wo du da meintest, guck mal, du hast so wenig Kolonisten zurückgelassen. Und deswegen, und zack, Raid. Nein, der Meteor fliegt nicht durchs Dach. Gina, hör auf zu versuchen, die Basis mit dir Ohren platt zu machen. Unglaublich. Der eine will Tornados schicken, der andere schickt Bombardements, der nächste schickt eine Hitzewelle und 3 Leute versuchen mit Asteroiden meine Base zu durchlöchern.
unglaublich hier. Muss ich nie verstehen, oder? Gina traurig. Doch, wenn die Hydrokulturen stehen, wird hier alles mit Hydrokulturen zugeknallt. Hydrokulturen haben halt den Vorteil, du musst so normal warten, bis etwas gewachsen ist. Also ich habe hier jetzt gespeichert 11.400 Watt und ich baue ja nochmal Batterien. Gina. Und ich habe vor mir, das Geothermiekraftwerk und das Geothermiekraftwerk noch einzuverleiben. Nö, das kann ich nicht, aber Kartoffeln, Heilpflanzen, Reis kann ich in Hydrokulturen anpflanzen. Ob das Trumbo anfängt zu brennen? Uff, Zana, warum... Uff, warum gehst du denn da hinten hin? Und ja, Gina, du kannst dir noch viele Meteore leisten. Theoretisch könntest du auch 5 Meteore auf einmal schicken, wenn dir das Spaß macht. Gina, du bist doof. Hallo Drownlord. Ich grüße dich. Wieso muss ich hier eigentlich immer alle entertainen? Unglaublich. Immer auf den armen kleinen Bett. Ja, ich habe heute frei. Deswegen kann ich ja streamen. Wo hat der jetzt getroffen? Da. Und morgen muss ich, glaube ich, um 15 Uhr arbeiten. Also ich habe so die Vermutung, dass das Tool, also ich glaube, du kannst 5 kaufen, aber das Tool schickt immer nur einen runter, also es zählt nur einer. Habe ich die Befürchtung.
Ansonsten muss Gina noch öfters eingeben, dass sie gerne Meteore kaufen möchte. Wenn Klein Gina sehen will, wie ein Meteor auf die Base kracht. So, Zana kriegt die schwere Maschinenpistole wieder. Fähigkeitstrainer für den Radler, Andi. Also du möchtest so gesehen auf Kunst gehen, Andi. Sehe ich das richtig? Tana ist von Leichen besessen. Hasi, geh mal ausziehen. Warum sieht das chaotisch aus? So viele Tiere sind es gar nicht. Aber den können wir wegmachen. Der ist sowieso kaputt. Also Zana geht mit der Leiche spazieren, okay. Ihr seid doch Schweine. Jetzt habe ich gerade hier hinten so ein schönes großes Feld angelegt und jetzt wollt ihr ein Toxic Fallout oder was weiß ich da kaufen. Ihr seid doch doof. Tja, kannst du bitte mal... Toki wegtragen. Unglaublich. Zana, was machst du für eine Scheiße?
Du meinst dieses Gebiet? Aktuell ist da bloß unsere XXL-Essensfarm drin. Aber hier kommen noch andere Wohnungen hin. Also hier werden noch Wohnungen reingebaut. Also ich glaube, wir haben da ein paar viele Tiere liegen, nicht? Drownload, das Spiel ist eigentlich ganz einfach erklärt. Du suchst dir eins der Anfangsszenarien aus, entweder als Stamm, als abgestürzte Reisende oder als reicher Überlebender. Je nachdem, was für einen Start du nimmst, bist du entweder allein, zu dritt oder zu fünft. Du kannst theoretisch auch einen spezifischen Start nehmen, kannst du sagen, ich tue mit 5 Leuten starten, ich tue mit 10 Leuten starten, du kannst mit 20 Leuten starten, das ist dir überlassen. Und musst halt dann eine kleine Kolonie aufbauen. Du brauchst ein Lebensmittellager, einen Küchenbereich, einen Wohnbereich, einen Schlafbereich, einen Aufenthaltsraum, ein Esszimmer. Du musst halt gucken, dass deine Kolonisten alle glücklich sind. Und wenn sie es nicht sind, dann passiert sowas wie eben gerade mit Zana, der einfach mal durchgedreht ist und meinte, oh, guck mal, da hinten ist eine Leiche. Und die grab ich doch mal aus. Und das Spiel, da kannst du 500 bis 1000 Stunden gefühlt in einem Run drin verbringen. Gina hat sich ein Häschen gekauft, sollen wir das Häschen Gina nennen? Du willst Trumbo sein. Ich möchte aber mich ungern mit Nashörnern anlegen. Ron möchte das Häschen sein. Okay, dann darf Ron das Häschen sein. Schade, ich kann kein Und einfügen. Ein X-Gene-Roneschen ist das. Ah, shit.
Nein, die nennen wir richtig. Wir nennen die richtig. So, das Gitter kommt raus und dann ist es ein Runäschchen. Ja, Hasi haben wir auch noch hier, also Furio LP. Der liegt hier seit was weiß ich wie vielen Tagen rum. Mit seiner kaputten Wirbelsäule. Aber warum? Ach. Du wirst ein Trombomuffalo. Okay. So, ich bin kurz mal unten in der Küche. Ich bin gleich wieder da. Wer soll flauschig sein? Das Bett ist ein normales Bett.
Ich sollte mir auch wieder entmuten. Ich bin gerade nebenbei was am Essen und wollte euch nichts vorschmatzen.